Jo, ich wollte durchschleichen. Funktioniert nicht. Alles klar. Nicht mehr denken können. Los, geh auf. Die tun weh tatsächlich. I'm lost. Wait, ist das. Nee, warte, hier ist die Quest, die ich gemacht hatte für das eine Pet. Hier kam eine. Ja, genau, da stand ein Char. Was? Hier? Ah, ich hab's gefunden. D4 sieht aus wie Matsch. Oh Mann, weißt du denn mittlerweile, wann sie wiederkommt? Hast du irgendein Status-Update? Ach, guck mal, das hab ich sogar schon. Oh, das ist ein Ingenieursrezept. Ah, okay. Einzelnen Pickup. Das heißt, ich muss nur. Warum habe ich das schon? Naja, es spielt keine Rolle. Ich brauche nur drei von den Dingern und dann habe ich die beiden Pets. Ist doch super. Frag mich nicht, was ich getan habe. Okay, ich tue immer ganz komische Dinge. Let's go. Da, dann ist das der da, oder? So, dann ist das der. Weiß nicht, warum ich den habe. Ich hab ihn. So. Let's go. Einfach Gottes Schild. Was ist das für einer? Einfach Gottes Schild gezogen. Was soll denn das hier? Voll der Betrug. Ja, sicher. Das ist definitiv die Grafikkarte. Wenn du sagst, dass das jetzt alles. Fucking. Ah nein, Annoying-Schild. Ist kein Gottesschild. Ist nochmal was anderes. Sieht aber aus wie ein Gottesschild. Dann hoffe ich mal, dass die Grafikkarte bald zurückkommt, die den Fehler bei sich halt auch finden, das dann beheben können, also dass du eine funktionierende Grafikkarte zurückbekommst und du demnächst wieder spielen kannst. Vernünftig. Den ganzen Tag nur Pornos und Spaß. Ich weiß, dass du Animes und sowas und andere Serien guckst. Sorry, dass ich das mit den Pornos gesagt habe. Warte eigentlich immer noch auf eine Antwort. Wo habe ich mein Handy hingelegt? Nee, das ist nur Discord, was ich hier habe. Nachrichten. Wow, Filmstarts im Fernsehen. Hä? What the fuck? Kann sein, dass ich den mir vielleicht günstig gekauft habe, weil wenn Pets halt echt nicht viel kosten, dann kaufe ich die mir halt. Der Mechano-Welpling, dieses mechanische Pandaren-Dingsbums, hat auf Level 25 halt nicht viel gekostet, deswegen habe ich mir das gekauft gehabt. Nee, das will ich ja nicht. Teleportiere ich mich jetzt mit dem Teleporter? Oder teleportiert er mich raus? Oder kann ich einfach runterspringen? Okay, da unten ist noch einer. Also, I guess, this way, okay. Aber habe in der Zeit ein Glitch-Playthrough von Zelda Ocarina of Time gemacht, okay? Wenn das spaßig war, dann freut's mich für dich. Ich hoffe doch mal, dass du deinen Spaß dabei hattest.
Ich habe gerade meinen Spaß hierbei, tatsächlich. Oh nein, Frustration, das klingt nie gut. Lass die doch mal weg. Hast du auf der Switch gespielt? Ah ja, da hast du ja deine feste Grafik. Da hast du ja kein Grafikkartenproblem. Die Dead Zones haben sie nicht gut hinbekommen. Okay. Oh, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich sehr blöd. Tut mir leid. Ich kann aber leider nichts dagegen tun. Ah. Okay, das klingt nervig. Ich fühle mit dir. Okay. Oder ich, ja. Natürlich blöd. Aber gut, wenn Grafik Matsch ist, verstehe ich natürlich, wenn du keinen Bock hast zu gamen. Glaube ich dir sofort. Ich hoffe, dass deine Grafikkarte wieder da ist, wenn der neue Mega Dungeon rauskommt. Vielleicht hast du da ein bisschen mehr Bock. Ich glaube, der könnte schon Spaß machen. Nur weil es halt neu ist, so dieses klassische, ne? Dinge, die neu sind, machen immer Spaß. Genau deswegen macht mir das auch so viel Spaß, weil ich ja vorher die ganzen Fettviertel-Sachen noch nicht gemacht habe. Ach, da haben wir es jetzt. Ja, das stimmt. Aber ich fand den Weg jetzt auch gar nicht so schlimm, also keine Ahnung. Gut, ich bin von Duskwood hochgeflogen. Ich glaube, Blackrock Deeps wäre schneller gewesen. Ich habe ja meine Mittel und Wege, ne, in Azeroth rumzureisen. Ich meine, ich hätte jetzt auch nicht mit dem Char hier hingemusst. Ich hätte auch einen Ali-Char nehmen können. Aber nein, das macht alles mein Druide. Aus Prinzip. Ich habe gewonnen. Oh no. Danke dafür, liebes Pet-Skript. Feuerpets gegen ein Feuervieh? Okay. Also das Feuer-Hatchling meine ich damit. Aber das ist ja nicht das erste. Okay, da sind noch okay mechanische Viecher. Ja, okay, dann das funktioniert. Die mechanischen Viecher sind sehr anfällig für solche Feuersachen. Der Pala ist halt geartechnisch soweit ganz gut equipped, bis auf das zweite Trinket. Ja, ich müsste nur noch Aspect-Trest farmen und so. Ich kann jetzt mit den ganzen Trinks, denke ich mal, 20er laufen. Der Einzige, der ein bisschen struggelt, ist immer noch der Demon Hunter. Das ist nur noch Gear hochmachen und hochcraften. Aber ich bin gerade auch ein bisschen genervt, alleine zu gehen, und so weiter, aber ich mache das jetzt dann noch fertig. Der DK hat die Tage 220er, also gestern 21er, letzte Woche noch ein 20er gemacht. Der Demon Hunter ist der Einzige, der kein Foreset hat. Ich glaube sogar der Monk hat Foreset mittlerweile. Ja, gut.
dann let's go. Wie schlimmer ist, ich muss noch ganz viele Leute in Legion töten. Wow, das erste Vieh hat echt viel getötet. Ich habe sehr gute, also bis jetzt habe ich, glaube ich, ziemlich gute Teams für HC. Die ersten. Ich glaube, das ist ganz nice. Kaboom. Ich habe gewonnen, guck mal. Habe schon gut vorbereitet. Ist halt die Frage, weil ich hatte ja das letzte Mal auch direkt 3 von diesen Marken bekommen. Ob das jetzt halt wieder der Fall ist, weil ich ja... Guck mal, Sonntagnacht geht doch schon der Dunkelmond. Also, ne, von Samstag auf Sonntag, ne, in der Nacht, nicht erst zum Reset, geht der Dunkelmond-Jahrmarkt auf. Guck mal, dann weißt du, was ich am Sonntag um 0 Uhr mache. Dunkelmond hier mag Daily Quests. Die ich glaube ich noch nie in meinem Leben geschafft habe. Und Sid brauche ich ja dann auch, also dieses Quallenvieh. Aber es freut mich, Kai, dass du mal wieder reingeschaut hast in den Stream. Ja, jetzt benutze ich das ja alles. Und habe festgestellt, ich habe hier schon eine ganze Menge Pets. Ja, mehr. Erstmal den Dungeon und dann mal gucken. Kann jetzt nicht sein, dass mein Main-Content Pet-Petals ist, wenn ich eigentlich ein Plus pushen möchte. Blöder Istrin. Istrin mit Wattebewerb. Macht er bestimmt Gottesschild an, wenn ich ihm mit Watte bewerbe. Gut, ich habe im Moment Spaß und ist alles gut und M Plus rennt eigentlich nicht weg. Naja, schon eigentlich. Niemand hat letzte Woche nur eine Kiste gemacht. Eigentlich war das Minimum 2. Ich glaube, der Paladin hat auch einen Brackenheit auf 20. Ja. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ups. Ach nein, ich habe das gewonnen. Wie konnte das nur passieren? Okay. Okay, das ist wild. So, ich glaube, hier kommt das erste graue Pet zum Einsatz. Weiß. Schaffe ich. Schaffe ich. Ich glaube ganz fest an meine Schnecken. Ich wollte gerade sagen, der überlebt doch jetzt nicht mit 18 HP. Das wäre ein bisschen traurig gewesen. Au. Der macht AOE Damage. Hör auf damit. Habe ich dir nicht erlaubt. Das hat dir Pepe auch nicht erlaubt. Platsch. August wird ein bisschen stressig für mich. Wenn wir zu meinem Vater fahren, dann wiederkommen. Und dann zu meiner Schwester fahren. Erstmal 300 Kilometer nach da oben, dann wieder zurück und dann runter. So ungefähr. Also wir sind hier ungefähr und dann fahren wir so, so und dann so. Ungefähr. Worms ist halt mittig. Yeah. So zwischen den beiden Standorten, wo meine Familie wohnt.
Hatte mein Vater jetzt, ich hatte ja mit dem die Tage telefoniert und halt auch, oder mich nochmal daran erinnert, dass wir uns ja jetzt langsam um Hochzeitssachen kümmern müssen. Ja, Papa. Nicht so einfach. Weil du einfach so nach Thailand geflogen bist und da geheiratet hast, wird das auch mit Aufwand verbunden. Du musst halt schon ein bisschen was dafür tun. Aber da war keine Feier zu planen. Eine kleine. Ich habe, glaube ich, ganz gute Chancen, dass die weiße Schnecke das überlebt. Easy. Easy mit einem weißen Pet. Muss ich jetzt damit... Okay, da war es wieder ausgelaufen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich bin nicht tot. Lustig. Ich meine, wer kennt das nicht? Lachend in die Kreissäge reinrennen. Klingt wie Popcorn, was? Was klingt wie Popcorn? Oh. I see. Wir haben hier das erste Problem. Habe ich meine Pets vorher nicht geheilt? Ich glaube, ich habe meine Pets vorher nicht geheilt. Nee, warte, der kommt daher. Oh, den habe ich doppelt. Ach so, ja. Ha. Das heißt, ich müsste mir ein anderes Team suchen. Für eins der beiden. Hat nicht noch so ein Zandalari wie das gleiche? Nee. Doch, der hier. Der hat das gleiche Moveset. Ja, genau. Ich muss das jetzt nur speichern. Wer das nimmt. Oder ich denke da einfach dran. Ja. Hab's halt gerade in Xufu nicht offen, deswegen. Oder ich merke mir das einfach. Oh nein, he got killed. Nee, der muss schon voll sein, das merke ich schon. Die Taktik basiert darauf, dass der definitiv lebt und voll ist. Ist mir aber vorher nicht aufgefallen. Schon ein bisschen traurig. Müssen wir ein bisschen besser aufpassen, was wir hier tun. Ja. Easy. Easy peasy lemon. Hä?
Crazy. Oh. Dass der zweite Fehler passiert. Oh, da müsste ich eher hier was ändern. Reparieren wir erstmal das da. Okay? Reparieren wir erstmal das. Wenn wir das da haben. In Sandalari Knie weiter. Ach, hier, guck mal, safe. Hab hier jetzt hier den Kniebeiter reingetan und da oben ist das geblieben. Ich kann das doch ändern. Hier ist ein Safe-Button. So, wir haben jetzt hier aber dieses Problem. Dragon. Hawk. Der hat nicht die... Doch, die haben alle die gleichen Fähigkeiten. Das bedeutet... Ich muss das eine Pet hier leveln. Ich brauche noch einen weiteren. Oder ich finde eine Alternative in dem. Oder ich finde hier eine Alternative. Ah doch, Sufo habe ich doch noch offen. Dachte ich jetzt komplett zugemacht. Das heißt, wir sind hier bei Living Permafrost. Ja, okay, das ist... Ach komm, ich level einfach das nächste Pet. Den Petstein, den ich bekomme, nehme ich einfach dafür. Oder? Das sind alles Drachen. Hab keine Drachensteine. Okay, das ist alles was anderes. Dann erinnere mich einfach... Nee, warte mal. Nicht dran erinnern? Load das Team. Und dann speichern wir das. So, okay. Und jetzt habe ich Scheiße gebaut. Und heil das jetzt, weil jetzt kann ich es ja noch. Okay. Und dann muss ich einfach das da oder das da. Na ja, komm, ich kann auch das machen. Einfach gleich leveln. Und dann ist alles fein. Vorausgesetzt, das funktioniert. Okay, erstmal geblockt. Erstmal blocken ist gut. Oh, Block ist so super. Ist da einfach ein riesengroßer Safe-Button und ich habe ihn komplett nicht gesehen. Schön, dass da eine Beschreibung drin ist. Danke. Wer auch immer die Scheiße geschrieben hat, also die Add-ons, Dankeschön. Wirklich, Dankeschön. Das ist... Also ohne wäre das viel aufwendiger. Es würde gehen, weil es gibt genug WoW-Head-Kommentare, wo Leute zu gewissen Pet-Petals einfach geschrieben haben, diese Pets mit den und den Fähigkeiten, das und das solltet ihr machen. So solltet ihr spielen damit. Ne, es ist halt der Easy Mode. Ganz klar. Und ich bin sehr froh darum. Ich denke, das sieht ganz gut aus zu dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Friss mein Feuer. Los, brennen. Friss mein Feuer. Friss mein Feuer. Flammenwerfer. Wup, wup. Oh, er dodgt jetzt noch. Er dodgt gar nichts mehr. Das sah halt aus wie das Dodge-Denken. Los, meine kleine Ratte. Erzürne vor meiner Macht. Und brenne einfach. Tut sie ja schon. Reden nur von Pixeln, ja?
Das Spiel macht hat mich so. Das sollte ich so nicht sagen. Das Spiel ist toll. Es hat auch nichts mit mir gemacht. Es ist alles gut. Kommt eine große Ratte. Wo kommt die denn her? Oh nein, da ist schon wieder Iki im Team. Wie kann das denn wohl sein? Oh. Ey, das war... Ich habe Iki ja sehr, sehr lange nicht gehabt. Das war sehr, sehr gut, dass ich mir das dann besorgt habe. Weil gefühlt jedes Pet Battle mit Iki... Also, was heißt jedes, aber... Ich glaube, Thompson weiß ganz genau, was ich meine. Und andere Leute, die halt auch viele Pet Battles schon gemacht haben. Wissen, glaube ich, auch, was ich meine. Also, ne? Iki ist halt einfach ein Monster. Starkes Pet. Also, aber generell diese Kombo von dieser Black Claw, dann mit diesem Flock, was da meistens gespielt wird. Ne? Er bekommt halt jeden Attack mehr. Also, ne? Multi-Hits machen mehr Schaden. Also, triggern das halt. Plus dann weniger mehr Damage taken. Plus das da. Jetzt kommt die Untotenrunde. Weil er ja. Das ist halt von den untoten Pets. Ich bin jetzt auch, also keine Ahnung, ich kann nur sagen. War das Beste, dass mir diese Seite empfohlen worden ist. Mein Rematch habe ich ja schon benutzt. Mm. Damit du dir die Teams speichern kannst. Das hilft halt. Guck, da ist das Pet, was ich eben gelevelt habe. Ich meine, ich verstehe, dass wenn man da keinen Bock drauf hat, dann muss man sich die... Ich glaube, die Pets kann man auch im Auktionshaus kaufen. Weil, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Wenn man die Pets halt haben will und man sie nicht im Auktionshaus kaufen kann, dann muss man sich halt da durchbeißen. Das ist halt tatsächlich so. Also da würde ich nicht reinbeißen wollen, weil der sieht so ein bisschen nicht so... Ich glaube, das könnte wehtun, da reinzubeißen. Mit dieses Metallhaufenstück. Metallhaufenstück habe ich es genannt. Lass uns bitte in lecker Metallhaufenstück reinbeißen. Was haltet ihr davon? So eine Schale voller Metallhaufen. Wäre doch jetzt das Richtige. Mit ein bisschen Schokostreusel. Nein? Okay. Ich habe gesehen, dass du, wenn du hier bist, wenn du da jetzt was, also ich bin ja im Kampf mit dem Team, aber du kannst safen, du kannst Teams ändern. Ich habe hier, da ist noch der Ankländer drin, hier unten habe ich aber den Kniebeiter reingetan und hier habe ich einen Level 2 Pet reingetan, das werde ich einfach gleich hochsetzen, also einfach hochleveln, weil hier gab es noch eine Überschneidung. Hier. Ja, ich habe das zufällig gesehen. Ich war... Warte, hier war irgendwas. Als Hinweis. Da war so ein Hinweis. Den ich gelesen habe. Ich finde ihn jetzt gerade nicht mehr, aber ist egal. Da ist ein Save-Button. Du kannst also Sachen ändern. Da ist ja im Endeffekt das gleiche Pad ist. Mehr oder weniger... muss ich auch das Skript nicht irgendwie anpassen. Guck, das gelevelte Pet von eben. Los, Blaze Hound! Tu, was du nicht lassen kannst. Hatte mich schon gewundert, weil du nichts mehr geschrieben hast, aber es ist ja fein, wenn du auf K gehst, ne?
nachdem gewisse Dinge passiert sind in der Vergangenheit, mache ich mir dann doch das ein oder andere Mal mehr Sorgen, als es müsste. Storys, die ich schon erzählt hatte. Damals kurz vor Wotelka, ich hatte eine Gilde, ein BC, eine BC. Und der eine so war Magier, Vollstrecker hieß er. Der Magier, sein Charakter. Richtig cooler Dude, Gnom-Magier, da habe ich noch Allianz gespielt, ja, stand auf mein Haupt. Er so, ja, ich komme dann wieder, wenn das neue Addon kommt. Das war ja kurz vor Wotelka Release. Und hat sich auch schon voll gefreut. Dann kam Wotelka Release. Kein Vollstrecker, ne? Irgendwann nach 2 Monaten oder so, nach dem Release, ist er aufgetaucht. Ja, Leute, ich bin wieder da. War im Urlaub, lag 1 Monat in Afghanistan im Krankenhaus. Im Koma. Ja, schluckst du halt auch erstmal so. Erstmal 1 Monat im Koma gelegen, gönn dir. Und der war ja nicht irgendwie, ne, da muss, ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich glaube, ein Unfall oder so, keine Ahnung. War halt noch ein junger Kerl, also war ja kein, ne, wenn du halt älter wirst, kann es ja schon mal passieren, dass bei krank und so du im Krankenhaus landest, ne? Muss natürlich nicht. Will ich auch nicht hoffen, dass so jeder muss. Oh, ihr wisst schon. Ja, schluckst du halt erstmal. So. Jahre später, anderes Spiel. Verabschiedet sich der eine. So von wegen, ja, bis morgen Abend. Er geht jetzt, ne, zur Nachtschicht. Hat in einem Lager gearbeitet. Tag später, ist nicht online. Nächsten Tag ist er auch wieder nicht da. Keiner hat ihn gesehen, nichts von ihm gehört. Kommt er so nach 2 Wochen wieder? Ah ja, Leute, ich bin mit dem Leben von der Schippe gesprungen. Ich lag gerade irgendwie 1,5 Wochen im Koma, weil 3 Gitterboxen auf mich draufgefallen sind, so nach dem Motto. Gitterboxen fangen es nicht so geil. Irgendwie aus dem Regal ziemlich, also ne, schon aus 3 Meter Höhe oder so. So hat er das erzählt. Er ist halt unglücklich getroffen worden. Denkst du dir nur so? Nice, alles klar. Am besten nicht mehr vor die Haustür gehen, wenn du da, ne, im Urlaub ist es passiert, dem anderen ist es passiert, ne, auf der Arbeit. Ja, da kommst du halt, jo, da schluckst du halt dann nochmal. Okay. Au. Au. Ja, zum Glück lebst du noch. Unterschreibt jetzt der Geist von Thompson mit mir. Sorry. Ist schon lustig, wenn es so Geister geben würde, oder? So bei den ganzen Geistergeschichten, die sich die Menschheit ausgedacht hat. Oh, that's bad. Ein graues Pad? Macht mir nicht Angst hier. Da sind noch 1,5 Pets vor mir. Oh oh. Aber ich hoffe, du hast keinen weiteren Schaden davon mitgenommen. Ich meine, klar, eine Dato-Erfahrung kann schon prägend sein, aber ich meine jetzt so irgendwie, keine Ahnung. Bis jetzt für immer gelähmt oder was weiß ich. Ich mal jetzt ganz schwarz. Oh, leider doch. Ui, das voll geschehen. Scheiße. Das tut mir natürlich leid. Mir fallen gerade so viele gemeine Dinge ein. Mein Kopf ist scheiße. Tu sie weg. Ich will nicht gemein zu dir sein. Weil du bist sehr nett zu mir, weil du mir hilfst. Und grundsätzlich will ich ja auch nicht gemein sein. Hab gehört, das sollte man nicht. Ich glaube, das Team funktioniert nicht. Ja!
Nee. Los, kleines Bäumchen. Heil dich, wie du dich noch nie zuvor geheilt hast. Aber du hast gesagt, ich soll dem Skript vertrauen. Ich vertraue dem Skript. Ich hab grad richtig Schiss, dass das in die Hose geht. Ich hab das Pet ja extra dafür gelevelt. Mein gut, das eine war grau. Aber daran alleine wird's, glaube ich, nicht gelegen haben. Weil die anderen beiden sind blau. Ja, optimalerweise alles blau, aber... Das war so eins von den wenigen Pets. Ich glaube, hier hatte ich auch ein bisschen gesucht, was ich hier überhaupt reinnehmen kann. Und ich hatte ja schon versucht, darauf zu achten, dass ich halt nichts doppelt habe. Go, Bäumchen, go! I believe in your... in your Baumness. Ja, aber ich habe im Moment keine Steine. Ich spare doch gerade die ganzen Polish-Pet-Charms für das nächste Pet. Das ist mir wichtiger. Go, Bäumchen, heil dich. Bäumchen, heil dich. Bäumchen, heil dich härter. Oh no. Oh mein Gott. Das Bäumchen hat gesiegt. Ich meine, ich habe jetzt wieder welche, um mir welche zu kaufen. Und es sind auch ein paar Quests da, hier. Ich wollte aber erst die 300 Polish Pet Charms zusammen farmen, damit ich mir das Pet kaufen kann. Und dann kann ich nochmal was in Pet Battle reinbuttern. Das Bäumchen ist strong. Also, ne? Bäumchen Meta-Klasse. Habt Meta-Pet hier. Okay, jetzt habe ich sie geheilt. Oh. Also jetzt kann ich es ja noch. Mit Team 1? Du meinst, was hier vorgeschlagen wird bei ihm? Was habe ich denn gerade gemacht? Ich hab Lil Ragnaros nicht. Ich hab Ragnaros nicht. Okay? Haben wir doch schon festgestellt. Aber schön, dass du noch da bist, Kimi. Oh. Du Cheater. Bäh. Istran hat mir Kaffee. Istran macht. Man ist gemein zu mir. Auf Mini-Ragnaros kann man kochen jetzt, als wenn ob. Okay, er nimmt ein Random Pet. Ich dachte schon, ich hätte hier einen Fehler, aber nein, nein, nein. Das ist ein Random Pet. Alles ist gut. Kochfeuer-Special. Okay, cool. Kann's nicht ausprobieren, ich hab's nicht. Kann halt nicht alles haben. Mich... Wow! Der Tiny Schneemann ist viel coolerer. Because it's the Snowman. Ich kein ein. Nur Pepe hat mich lieb. Lass mein Tiny Snowman in Ruhe, du. Der könnte dich jetzt abkühlen im Sommer. Der würde nicht schmelzen, weil das ist Special Schneemann. Der ist extra für uns da, dass uns nicht zu warm ist. Hat der sich gerade totgestellt? Wirklich?
hat sich einfach totgestellt. Unerhört. Was ein Schlingel. Aha! Guck, mein Tiny Schneemann ist genauso toll wie dein Pet. Wollte ich nochmal gesagt haben. Oh, hi. Back away from the robot, or I shall blow this entire facility to ruins. We have been watching you, hero. You haven't the faintest idea what you are up against. Doch. Der kann nix. We have a plan. One so elaborate that a simplistic plebeian like you could never. Aber es ist eine andere. Das ist ein Nachtelf, das andere waren Taurer. I have just deactivated all safety protocols from this unit and took something special for us to keep. Er sieht anders aus. Wer weiß? I would wish you luck, but my words would be wasted. Super teleport activated. Super teleport activated. Natürlich. Ich weiß nicht, warum das Team da ist, okay? Lass mich. Ich hab das jetzt. Aber wenn ich mich nicht irre... Denn ich auch für einen Erfolg... Nee, ist er nicht. Oder? Nee, ist er nicht. Oh. Ah. Meine Nase juckt gerade wieder. Sorry. Kommst du wieder bestimmt mit einem super fancy Pad, was du benutzt hast. Au! Hey! Böse Anguck. Das sieht gerade falsch aus. Wow, du fancy du. Sei dir hergegönnt. Was? Das kann das doch gar nicht töten. Das ist doch jetzt ein Troll, oder? What the fuck habe ich da reingeladen? Das ist das erste Ding. Also entweder hatte ich jetzt gerade richtig Bad Luck. Oder das erste Ding ist ein Troll.
kannst selber nach... Oder warte, ich kann es ja aufmachen. Da. Das ist genau das, was ich geladen habe. Nur, dass ich nicht das Fellpapier drin hatte, sondern den da. Okay, die Breed könnte nicht gestimmt haben. Ne? Das ist kein SS-Breed. Okay. Das ist ein Dings-Breed. Also jedes andere Pet als drittes da drin hätte dafür gesorgt, dass ich gewonnen habe, ne? Was zum... Nee, das habe ich nicht. Nee, habe ich... Das ist richtig Troll, oder nicht? Aus irgendeinem Grund hatte ich es geschafft, mich zu muten und naja, für 10 Minuten ungefähr fehlt die komplette Voiceline von mir aus dem Stream. Aber hey, ich werde mich eh nur aufgeregt haben. Und das Gute ist, wenigstens konnte ich in dem normalen Run noch meine Pets heilen. Also, ja, viel Spaß mit einer stummen Alex, die ihre Lippen bewegt, würde ich sagen.
Lucky then. Oh, sorry. Warum war ich denn jetzt muted? Ja, egal. Fuck off Skript einfach. Schade, ich muss also hier dreimal rein. Aber ich kann jetzt in HC rein, right? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.